Ja, hallo, willkommen zu einem kurzen Replay, was diese Panzerstrategie, die ich letztens vorgestellt habe in meinem zweiteiligen Deck-Video, was sie anrichten kann, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Da können wir ein paar Zahlen gerne nachprüfen. Bevor wir da reingehen, ganz kurz, weil mehrere Leute haben im letzten Video in den Kommentaren geschrieben, dass sie sagen, die Formel wäre falsch, die ich benutzt hätte. Vielleicht war das auch verwirrend dargestellt, das kann durch sein. Also, das ist dieselbe Formel, die ich letzten Video dargestellt habe. Und zwar ging es um die Distanzteil, die machen wir noch ganz schnell. Ich habe gesagt, alle 175 Meter wird der AP-Value in der Formel da oben um den Wert 1 erhöht, bevor ihr eben dieses geteilt durch 2 plus 1 näher dran haut. Gerade das geteilt durch 2 ist halt wichtig, dass das nachträglich rankommt. So, das ist hier unten noch alles eingebaut, das funktioniert einwandfrei. Nun war das aber wohl verwirrend gewesen. Manche Leute sagten, die Formel funktioniert nicht, dass wenn man die Distanz erhöht, dass der AP-Wert hier niedriger wird. Und deswegen wäre die falsch, die Formel. Und dann wäre die auch falsch, aber das ist nicht der Fall. Ich weiß nicht, wie die drauf kommen. Also, wenn ich 0 Distanz habe, ist das halt 0. So, 175 Meter ist 1 AP. Ja, 350 Meter sind 2 AP. Genau wie die Formel das halt hergibt. Und wenn ihr das hier reinmacht, also 175 Meter zum Beispiel, würde hier unten dann eben das nur um 0,5 erhöhen, weil das eben geteilt durch 2 am Schluss da ist. Ne? Von daher funktioniert das. Wenn ich das dann wieder auf 350 Meter erhöhe, dann kommt das hier unten beim Schaden auch zur Hälfte an. Also ist eigentlich. Also je nachdem, wie die Werte hier halt sind, ne? Aber es ist eigentlich völlig linear. Ich bin nicht ganz sicher, wo die Verwirrung war bei der Formel. Also wenn ich wirklich einen Fehler übersehe, könnt ihr das gerne dabei schreiben. Aus meiner persönlichen Sicht funktioniert das einwandfrei. Für alle 175 Meter wird der AP-Value da oben um 1 erhöht, bevor wir das in die Formel verarbeiten, geteilt durch 2, und das gibt dann den Schaden. Ne? Das nur am Rande. Also eigentlich, vielleicht habe ich mich auch falsch ausgedrückt, will ich ja nicht ausschließen. In jedem Fall, die Formel funktioniert, von daher gilt auch, was ich gesagt habe, funktioniert das, und von daher kann man das in dem Replay jetzt anschauen, sinnvoll. So, kann durchaus sein, dass ich mir auch versprochen habe irgendwo und das deswegen verwirrend war, das kann man nicht ausschließen. Das kann immer passieren. So, jetzt haben wir hier ein Probespiel, ich mache nicht das ganze Replay, ich mache jetzt wirklich nur, zack, der hat tatsächlich beide Flugzeuge runtergeholt, der Hubschrauber. Hier habe ich das gemacht, ich gehe jetzt hier in die Mitte rein mit meinem Panzer, und zwar sind hier die Komma-Hose und die T-80 gehören nicht mehr. Sind die 3 Komma-Hose, ja? Die jetzt im Prinzip diese Taktik fahren sollen in diesem Probespiel. Zack, da sind die hübschen Dinger. Da sind sie nicht. Und bist auf einmal da vorne, da hinten. So, hier sind die Komma-Hose, ja? Die diese 19er Kanone haben. Und die lassen wir jetzt einfach mal ein bisschen scheppern. Ich glaube, der Ton war eben wieder leiser geworden. Das hat so einen Tonbug, glaube ich, Wargame. So, und zwar, ne? Also hier ist natürlich das Weltbewegendes. Wir brauchen eigentlich nur eine Szene. Lass das jetzt erstmal schnell laufen, bis sie gegen Panzer kämpfen. Hinten kommt zum Beispiel zwei Zweier-Leos, ja. Die haben 15er Armor und eine 16er Kanone, kosten 80 Punkte. Nur um zu gucken, wie schnell die halt in der Panzerschlacht, also eigentlich kosten die auch weniger, aber wie schnell die zerlegt werden würden. Darum geht es ja. Die, nochmal ganz kurz zusammengefasst, die Grundstrategie bei den Panzern, es müsste gleich soweit sein. Die Grundstrategie bei der Komma-Ho-Idee war ja gewesen, dass wenn ich einen Dreierpack spiele, dass die genug Schaden machen, um auch dicke Panzer, und zwar bis zum 2A5, den Leo 2A5, den vollständig auszunocken. Das war die Grundidee. Bevor der Gegner im Rückwärtsgang einsetzen kann oder irgendwas machen kann, wo er bestimmt ob er kämpfen will. Ne? Ihr wollt quasi eine lokale Überlegenheit machen, wirklich eine sehr lokale Überlegenheit. Hier vorne haben wir jetzt tatsächlich einen Leo und hier sind wir eine Komma-Hose. So, der schießt mir jetzt sogar hier in die Seite. Ja, 2 Punkte noch über. Jetzt schießen wir zurück und instant tot. Das war natürlich auch 3 Komma-Hose, die dem in die Seite geschossen haben. Ich meine, hier war auch eine Autokanone, aber es war die Komma-Hose. Die haben den Leo in die Seite geschossen, der war instant ausgelöscht. Der hatte gar keine Reaktionszeit auf gar nichts gehabt. Ne? Und das ist halt eine der Stärken. Jetzt machen wir einfach im Replay weiter, gucken wir uns in den nächsten Panzerkampf. Da kommen, glaube ich, gleich noch ein paar Panzerschlachten. Aber das hat so ein bisschen angedeutet, was die Strategie war. Ne? Wo ist der zweite Leo? Seht ihr den gerade? Da ist er. So, jetzt haben die hier erstmal, wir können das gerne mal ein bisschen langsam laufen lassen. Die Komma-Hose haben jetzt hier natürlich, weil ich hier die Scouts habe, ne, da steht ein Scout, jetzt sind die sichtbar. Können die Komma-Hose jetzt einfach hier die Infanterie wegpusten. Also es sind Panzergrenadiere, die wollen jetzt übers Feld wohl drüber. Ein Scout haben sie erwischt, aber der Infanterie ist halt besser. Ja, das war der Transporter übrigens für den, deswegen stand der da, also ich hätte ihn nicht gekauft. Der ist halt super unsichtbar. Und jetzt kann ich hier schießen, schießen, schießen. So, jetzt hat der Leo gerade einen Schuss abgegeben auf mich. Wir haben an der Stelle Folgendes. Jetzt, wo er einen Schuss abgegeben hat, also wusste ich, dass er da war, und habe jetzt erst gesagt, dass die eben das Feuer von den Grenadier auf den setzen sollen, ne, mit rechter Maustaste. Haben die auch gemacht, und der ist jetzt schon bei einem Lebenspunkt. Hat er leider daneben geschossen. So, und jetzt der zweite Leo ausgeschaltet, die immer noch 3 Komma-Hose, ne, alle 3. Und das ist nur ein bisschen stellvertretend für, was die halt können, die Teile. Plus, jetzt haben wir ja genug Firepower hier, um eben hier die gesamte Infanterie aufzuhalten. Das ist ja ein Infanterie-Spam, das waren ja 6 Squads, ja. Die lösen die jetzt völlig auf. Und meine Verluste bisher waren nur dieser Transporter, nicht auch, also diesen Scout, der ein Transporter war, den, also der war halt einfach, die koppeln nur mit dem, ne?
So, da habe ich leider vergessen, die Waffen auszumachen. Das wurde ja sichtbar, da hat ein Fehler meinerseits. Ja, und die anderen Fahrzeuge hier madern so natürlich keine Chance, ne? Hier sieht man übrigens auch ganz nebenbei, wie beschissen das MG ist. Der Schaden kommt hauptsächlich von der Kanone von diesen Fahrzeugen. So. Und weiter geht's. Ein bisschen Druck machen. Ich warte auf die nächsten Panzerschlachten, ne? Das mache ich jetzt schnell auf. Da oben kommt noch der nächste Leo. Da ist jetzt auch ein Apache Longbow, da muss man ein bisschen aufpassen, weil der könnte die 3, Hose einfach so wegsnipen. Aber die HQ7 kann den ja holen. Ich habe jetzt hier vorne die übrigens repariert, sind da 100%. Das hat mich einen ganzen Cargo gekostet. Ich habe auch Munition und Tank wohl voll gemacht gleichzeitig. Ja. Aber das war 15 Punkte, jetzt sind die wie neu, wieder nochmal 2 Leo 2 ausgeschaltet, ne? So, hier vorne sind jetzt die beiden neuen Leos, jetzt können die Commahos wieder kommen, sind leider die Ketten abgesprungen. Das ist natürlich beschissen in dem Moment, ja. Na gut, jetzt habe ich halt nur 2 von den 3 Commahos im Einsatz und die haben den einen Leo mit der ersten Salve vollständig ausgeschaltet. Das war natürlich wieder ein Schuss in die Seite, glaube ich, ne? Aber trotzdem, das ist der dritte Leo 2, der instant ausgeschaltet wurde, wenn ihr so wollt. So, da oben kommt auch wieder ein Fahrzeug, hier kommen allerdings auch Raketen runter und wie gesagt, der dritte, der dann hat er sich genau gesehen, aber das ist eben wegen D-Track da hängen geblieben, ne? Der hat nicht wirklich mitgemacht. So, hier oben habe ich nochmal 2 neue Panzer geholt, das sind 65er, die kleineren Modelle. Die habe ich auch extra, die kosten nämlich 90, die kommen mal hoch, hier vorne hingebracht, werden aber von dem Longbow und von der Bow bombardiert. Ich wollte die hinstellen, um Angriff nach oben vorzubereiten, wollte ich aber nicht mit dem teuren machen. Weiter geht die Geschichte, die wurden uns instant ausgelöscht, weil die einfach schlechter positioniert waren. Aber ich wusste, dass das risikoreicher war, ne? Das habe ich schon riskiert. Muss ich dazu sagen, der Apache Longbow hätte echt tot sein sollen, die hätten nur die Raketen alle daneben gefeuert. So, weiter geht die Geschichte. So, jetzt wieder, ne, rangefahren. Ich habe das leider schnell aufgehabt. Der Leo hat einen Schuss abgegeben. Ich habe 4 Lebenspunkte verloren. Und das war jetzt der vierte Leo 2, der von diesen 3, Hose einfach vernichtet wird. Zack, weg. Er hat keine Möglichkeit zu reagieren. Nach dem ersten Schuss kann er nicht mehr wegfahren, ist direkt tot. Das sind nur 3, Hose, ne? Also, ich glaube, jeder von denen kostet 100 Punkte. Da haben jetzt 400 Punkte aufgeraucht und die kosten 270 zusammen. Klar, kann man jetzt sagen, die kamen halt nacheinander, ne? So, schöner Nebel. Kann man sagen, die kamen nacheinander, aber das ist ja die lokale Überlegenheitsgeschichte, ne? Der hat ja einen Leo hier gehabt, einen da gehabt, dann kamen 2 nochmal danach. Die waren immer auf einem Knubbel, immer gemeinsam mit Kanone. Wenn der aufgetaucht ist, in derselben Sekunde haben die immer auf dasselbe Tag gefeuert, aus den Ketten abgesprungen. Ja? Das ist diese lokale Überlegenheitsidee, weswegen man die spielt, in diesem Knubbel. Was holt ihr hier vorne? Marder, Panzerzerstörer. Die sind natürlich auf Close-Range-Preis-Leistung besser als meine. Ich bin allerdings nicht ganz sicher, ob von denen wirklich 5 Stück, 4 Stück reichen, um mit 3, Hose fertig zu werden. Ich könnte mir vorstellen, dass ich trotzdem ohne Probleme die wegräume, weil die sind halt, also sagen wir so, ich habe halt den First-Shot, weil die müssen halt, wie ihr seht, der muss sich drehen, bevor er schießen kann, ne? Und in der Zeit habe ich meinen Schuss schon abgegeben. Das heißt, wenn ihr keinen Stabilizer bei habt, müsst ihr euch halt drehen. Und jetzt habe ich die halt alle ausgelöscht, ohne, ich glaube, ich habe einen Schuss eingesteckt, das waren sogar 7 Schaden sogar. Na, hat sich aber trotzdem gelohnt. So, weitere Panzerschlachten rausfischen. Also wir behalten die Commahos im Auge. Ich gebe, glaube ich, noch so ein paar andere Panzerschlachten gleich, aber mir geht es eigentlich nur um die Commahos. Das ist übrigens der Scout-Helikopter mit Exceptional. Habe ich wieder rausgetan, war zu teuer. So, da oben kommt das Infanterie-Spam. Ich stelle schon mal die BTRs bereit, die haben Autokanonen. Kommt mit der Infanterie ganz gut klar. Und da oben kommt jetzt die nächste Panzerarmee. Ja? Dieses Mal kommen die 1A5, mehrere. Und 1A2 und ja, also es kommen halt wieder mehrere Panzer. Aber ich habe halt immer noch, egal wo mein Panzerkampf stattfindet, die kommen ja nicht alle gleichzeitig runter. Habe ich First Shot mit 3, Post, ne? Das ist halt einfach ein riesen Massaker gemacht, aber, ne? Hosenstellung bringen. Den Hebel hat mir jetzt angesagt, dass da was runterkommt, was Nahkampf ist. Da wollte ich mit Commahos jetzt nicht rein, dachte ich mir. Deswegen fahre ich mit denen jetzt da raus. So, jetzt kommen hier ein paar Leos. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt hochschießen kann, aber vom Winkel ist es manchmal schwer einzuschätzen hier. Aber wenn die jetzt hochschießen, also wenn der eine sichtbar wird oder der sichtbar wird, ich schieße alle gleichzeitig auf den, während der halt nur oder der nur einzeln auf mich schießt. Ne? Ich weiß nur nicht, ich bin nicht sicher, welcher Winkel das ist. Ich glaube, hier hinten könnte man hochschießen. Ich fahre einfach mal rückwärts. Das ist Rückwärtsfahren, ne? Also, das ist mir schon ein wichtiges Anliegen. Es ist immer vom Winkel schwer einzuschätzen, wann die auf der Kante sichtbar sind. Wahrscheinlich hätte ich noch ein Stück weiter rückwärts fahren müssen, um die wegzusnipen. Da hätte es auch gar nicht gegangen. So, Angriff hat abgebrochen oder ist gestorben, weiß nicht genau. Ich habe nochmal 3, Hose gebracht, weil ich habe ja keine Verluste gehabt. Dann habe ich einfach mal ein bisschen erhöht, die Zahl. Dann habe ich 6, Hose. Na nee, gut, an der Stelle ist natürlich klar, ne? Gegen 6, Hose, was wollt ihr da machen? Die rocken halt alles weg. Das ist halt alles Close Range. Wenn einer runterkommt, tun 6, Hose auf den schießen, ja? Ist egal, was er da bringt. Das ist halt tot. Wenn du einen Königstiger bringst, sieht wurscht, ja? So, jetzt geht's weiter. Jetzt mache ich mal gleich einen Angriff. Dann sehen wir ein bisschen Firepower von denen gegen alle möglichen Targets. Ich wollte die eigentlich, das war jetzt ein Mikrofehler. Ich habe die eigentlich hier unten alle aufgestellt. Ich wollte die mit den anderen gemeinsam hochfahren lassen. Hier hoch und da hoch.
Der ist aber, weil er so eine dumme Formation hat, einer alleine hochgefahren. Und dann habe ich, glaube ich, All-In gemacht. Das war aber nicht geplant, ne? So, das war sogar nur ein Komma hoch. Der hat ihn wieder an der Seite getroffen. Oder frontal. Einfach bam, weg. Ist ein Autokanonenfeuer und ja. Und jetzt die ganze Armee halt wieder ausgelöscht. Das ist allerdings ein 2A1. Ne? Ein 2A1 kostet halt 100 Punkte. So, aber hier sind halt 6 Komma hoch jetzt. Normalerweise direkt ausgelöscht. Ne? Der kostet 100, der Panzer. Sofort ausgelöscht. So, nächster. Sofort ausgelöscht. Das sind halt ne, teure Panzer mit Panzerung 15. Und ich habe immer noch keinen einzigen Komma hoch verloren, ja? Die waren alle, das waren alles teure Panzer. Das war, glaube ich, der 10. Leo schon oder so. Ich glaube, der Apache Longbow, zack, wieder alle Raketen überlegt. Das war meine HQ-7, die gerade gestorben ist. Der wäre halt zum Beispiel eine gute Counter dagegen, ja? Und die HQ-7 hätte den eigentlich rechts wegen ja töten sollen. Aber naja. Also eine Counter wäre jetzt natürlich Bomben zu schmeißen, das macht er auch. Das Dumme ist nur, die Bomben sind schwer zu treffen, weil ihr seid ja relativ beweglich. Selbst im Cluster-Teppich kommt ihr gut raus. Und wenn dann mal jetzt wie hier gleich zum Beispiel ein Infanterist oder ein Panzer auftaucht, das ist so viel Firepower, die würden halt instant die 20 Jungs aufbrauchen. Wieder, ne? Panzer, instant weg. Naja, so, jetzt könnten wir das weitermachen, das ist ja egal. Ich wollte das nur mal zeigen, das zeigt die Grundidee, ja? Ob das jetzt alles perfekt war, ist eine andere Geschichte. Das zeigt aber die Grundidee, wo ich hin wollte mit dieser Deck-Idee, dass ich einfach gesagt habe, ihr macht halt einfach nur viele fahrende Kanonen und diese lokale Überlegenheit wirklich auf irgendwie diese 500 Meter Distanzen. Also ich kann das jetzt nicht abmessen, von da bis da sind vielleicht so 400 Meter, ja? Mit den kinetischen Bonusschaden ist halt einfach Killer, ne? Und das haben wir, glaube ich, hier sehr eindrucksvoll gesehen, dass das einwandfrei funktioniert. Also die Komma-Hos zusammen mit einfach Scouts, da oben brauchte ich ja keine, ist halt einfach babam tot, ne? Und die haben schon, also der Apache ist ja eine Counter dazu oder halt auch ein Bomber, aber die konnte ja gewisserweise auch dodgen oder mit HQ-7 lang Range snipen oder so. Und normalerweise wäre ich da auch nie hochgefahren. Normalerweise wäre meine Aufgabe gewesen, das zu contesten, aber wir waren so stark dabei, dass ich einfach auch in ein Gebiet gegangen bin, was für mich negativ war. Und ich denke, dass die Strategie solide funktioniert. Wir machen mal gerade, ich hole mal gerade noch vor, es gibt nachher eine Szene gegen die beiden Abrams da unten, ja, die sehr teuer sind. Mit denen kämpfe ich auf Long Range und da schneiden die auch bedeutend schlechter ab. Ich mache mal gerade ein bisschen schneller auf. Genau, jetzt geht das hier gegen die Abrams los. Das ist natürlich ein miserabler Kampf jetzt, ne? Weil bei diesen Abrams mache ich auf Long Range, kriege ich nicht diesen kinetischen Bonusschaden, um den mehr geht, ne? Das heißt, hier mache ich vielleicht so einen Punkt Schaden pro Treffer und die machen halt 3-4 Punkt Schaden pro Treffer. Das heißt also, für eine vergleichbare Feuerrate machen die mehrere 100% mehr Schaden, obwohl die halt nicht so viel mehr kosten. Also das ist ein Kampf, den ich eigentlich nicht kämpfen wollte. So, machen wir mal hier an. Und da sterben auch schon die ersten. Und bedenkt, dass ich 6 Komma Hose hier oben habe, ne? Die kosten halt mehr als die beiden Abrams, auch wenn die halt pro Stück mehr kosten. So, können Sie die Schäden angucken, ne? Was ist das, 2 Schaden pro Treffer oder so, was Sie da anzeigen? Das ist halt jetzt ein Panzerfight. Ja, und natürlich noch gleichmäßig verteilen den Schaden. Jetzt war er so nett und hat die voneinander gelöst, so ich den anvisieren kann, der weniger Lebenspunkte hat. Das war sicher nicht clever. Aber ja, jetzt wird doch hier Feuer ausgetauscht. Also ich hätte die wahrscheinlich besiegen können mit 6 Komma Hose, aber ich habe jetzt schon 2 verloren und ich habe halt das gesamte Spiel über vorher nichts verloren. Ne? Und ich hatte mehr Punkte als der Gegner. Also hier sieht man sehr eindrucksvoll, was man eben nicht mit denen machen darf. Ich meine, war auch eine scheiß Position wegen der Flanke und den Fliegern. Aber es war trotzdem kein Kampf, der ein sinnvolles Preis-Leistungs-Verhältnis für mich geboten hätte. Ne? Und ja, das war eigentlich zusammengefasst, glaube ich, sehr schön, die Strategie. Close Range, super stark, Long Range, super schwach und das ist die ganze Idee dahinter. Und man muss dann auf der Map basierend aber auch klar machen, wenn man dieses Deck hat, diese Strategie, dass man eben auch auf der Map diese Sachen sieht. Also zum Beispiel, hier hätte ich mit denen zum Beispiel auch kämpfen können. Ne? Man kann von hier rüber feuern, man kann hier reinfahren, in den Infanterist kommt wieder instant ausgelöscht von denen und man kann von da rüber fahren. Ne? Also hier konnte man das auch einsetzen, die Panzer, hier ist es halt ideales Gelände. Hier im Wald ist ein bisschen zu viel Close Range, dass eher Infanterie stärker oder Panzer, die 20, 30 Punkte kosten. Man muss hier klar machen, wo man kämpfen will, ne? Und dann geht das halt auch. Also der Map ist das, glaube ich, eine sehr schöne dafür in Summe. Bis, wie gesagt, links vielleicht. Es gibt auch Maps, da ist halt viel offene Fläche, das ist nicht schön. Also zum Beispiel hier unten haben wir es auch so ein bisschen angedeutet gesehen. Von hier, sagen wir, hier in diesem Wald will, hier kämpfen will, in diesem Bereich. Dafür wären die wieder miserabel, die Panzer, ne? Und wenn man sich das klar macht und immer wieder Fokus legt, mit den Mitspielern abspricht, ich glaube, dann macht das auch einen Riesenspaß, da rumzufummeln in den Decks. Und dann eben Sachen zu machen. Möglicherweise haben wir einen sehr guten Durchlauf. Also wir spielen ja schon seit 4 oder 5 Jahren und wir hatten bestimmt schon über 100 Spieler in Summe. Die Leute verlieren halt nach ein paar Monaten immer wieder Lust, ne? Und dann kommen wieder neue dazu, die wieder alles neu lernen müssen. Und es ist ja sehr schwer, deswegen Sachen abzusprechen und zusammen zu machen. Aber das ist die Stelle, wo das Spiel glänzen würde. Ich hoffe ja, wenn Steel Division 2 rauskommt, dass die Community da von Anfang an ein bisschen aktiv, also die ist ja von Anfang an aktiv gewesen, aber dass sie aktiver bleibt ja mehrere Jahre. So dass man da eben, da wirklich besondere Strategie ausarbeiten kann. Bei Wargame werdet ihr jetzt immer wieder Leute sehen, die entweder die Basisstrategie neu lernen und dann gibt es bei den Basis- oder Basisstrategien haben, die sehr langweilig sind. Also
Es gibt so ein paar Metastrategien, ja. Eine ist zum Beispiel der Infanterie-Rifle-Spam, eine andere wäre zum Beispiel Super-Heavy-Panzer mit Nebel zu spielen. Aber die Auswahl der Metastrategien, wenn ihr das zum Beispiel mit einem Spiel wie LOL vergleichen würdet oder wie Company of Heroes, die ist super gering in dem Spiel. Super, super gering. Und sowas, wie ich jetzt gerade gezeigt habe, sieht man ab und an mal, aber sehr, sehr selten eigentlich, ne? Und das ist auch eine Frage, wie viele Spieler an dem Spiel bei sind, wie viele die Strategien entwickelt werden. Naja, aber auf jeden Fall macht es aber Spaß, wenn man sowas dann macht und wenn es dann auch sogar funktioniert. So, das wäre die Geschichte. Ganz kurz ist noch Vorwort. Ich habe das jetzt nochmal unter den Videos immer gepostet, also in der Beschreibung. Mein Discord-Link ist dabei, wenn ihr auch Wargame spielen wollt. Also, man findet eigentlich jetzt jeden Abend so 8 bis 10 Mann auf meinem Discord, die Wargame spielen wollen. Da sind Leute bei, die haben 2 Spiele in ihrem Leben gemacht. Da sind Leute bei, die haben 2000 Spiele gemacht. Derzeit mischen wir das noch, was ich für nicht gut halte. Also Spiele, wo jemand mit 2 Spielen ist und jemand mit 2000, das könnt ihr einfach nicht balancen. Es gibt halt immer eine sehr negative Spielerfahrung, finde ich, für alle. Aber je mehr Spieler wir bekommen von allen Stufen, desto eher können wir sagen, okay, dann machen wir vielleicht hier ein 3 gegen 3, da ein 4 gegen 4 und dann, ne, werden die eben sortiert nach, das sind die absoluten Anfänger, das sind die Leute, die haben schon 1000 Spiele, ne, und sowas. Das muss ja nicht ausgeglichen sein, 100%. Ne? Wenn der eine 500 Spiele hat und der andere 1000, kann man nicht schon gegeneinander antreten lassen. Ne? Jemand, der 2 Spiele hat, kann man nicht gegen einen spielen lassen, der 1000 hat. Ja? Das macht irgendwie keinen großen Sinn. Von daher, also wenn ihr irgendeine Art von Spielerfahrung habt und wenn die eingerostet ist, wir haben auch Leute, die einfach Wiederkammer sind, und ihr habt einfach Lust, Wargame zu machen mit interessanten Strategien, netten Leuten, Discord und so weiter. Kommt einfach mal am Discord vorbei, der Link ist in der Beschreibung. Und dann seid ihr gerne willkommen und wir bauen halt, wir versuchen immer so fair wie möglich zu bauen. Manche heulen zwar immer, wir kicken dann die guten Spieler und so habe ich letztens nochmal irgendwo gelesen. Aber wir versuchen die Spiele fair zu machen, auf beiden Seiten. Und da muss man halt auch auf beiden Seiten auch ein bisschen fair sein und dann kriegt man auch schöne Spiele hin. Und wir haben, glaube ich, jetzt die letzten 2 Wochen eine ganze Menge Spiele gemacht und ich glaube, wir hatten auch alle viel Spaß dabei. Also, wenn ihr Lust habt, meldet euch. Wir versuchen, faire Spiele zu machen. Nicht schüchtern sein, einfach in Discord kommen, aber vorher checken, ob euer Mikrofon nicht scheiße ist, sonst laufe ich Amok. Und ja, und dann freue ich mich, euch zu begrüßen dabei. Ciao, ciao.